Willkommen zurück. Herzlich willkommen. Ich glaube, ihr seid neu. Hallo zu Hause an die, die vorm Rechner sitzen oder vorm Smartphone. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit ich denken kann, gibt es irgendwie für mich keine coolere Sportart als Skaten. Und es gibt auch irgendwie keine cooleren Dudes und Girls als so Leute, die skaten. Deswegen freue ich mich heute mega, dass wir alte und zukünftige Legenden der Skate-Szene bei uns zu Gast haben. Unter anderem Titus Dittmann. Ich habe mal gegoogelt und in seinem Wikipedia-Artikel steht, dass er der Vater der deutschen Skating-Szene ist. Dann haben wir Mathea bei uns, die ist 23 Jahre alt und Skaterin. Und was die beiden an Skaten so sehr lieben, das werden sie uns gleich erzählen. Und damit ich mich nicht blamiere und irgendwie so cringy Fachvokabular versuche einzustreuen, habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt. Und zwar ist das Professor Dr. Skate als Moderator OG Puff. Ich freue mich sehr auf die drei. Herzlich willkommen. Moin. What's up, what's up? Skateboarder und natürlich einen wunderschönen guten Tag an alle, die gekommen sind. Vielen Dank an die ganzen natürlich Livestreamer, alle am Start. Ich hoffe, die ganze Skate-Szene ist am Start. Und was ein Augenblick, hier in Hamburg zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Tincon, und danke an die ganzen, die das hier möglich machen. Danke an die Kameraleute, das ist das Wichtigste, was es gibt. Die ganze Organisation ist wirklich... Vielen, vielen Dank. Und mal an dieser Stelle schon mal Shoutout an die ganze Sache hier. Und wir haben wirklich, wir haben heute eine Sensation, ich kann es nicht glauben, es hat zwar nicht hierher geklappt, aber wir sind live zugeschaltet. Herr Titus Dittmann ist am Start. Können wir ihn hören? Hörst du uns? Ich höre euch, wenn auch nur ein bisschen abgehakt, aber scheißegal, den Rest interpretiere ich mir rein und dann geht's los. Wow, nice. Und zu meiner Rechten oder zu eurer Linken, wir haben die Mathea hier aus Hamburg, Lokal-Matadorin, und da sind wir sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf den Talk, und das allererstes, was ich wirklich wissen will, ist von Titus als allererstes, wie der Herr es schafft, mit 72 Jahren so jung zu sein, und zwar nicht nur mental, sondern auch physikalisch. Wie funktioniert das? Wie schaffst du das, Titus? Das ist wirklich unfassbar. Mach weiter, das tut trotzdem gut. Nein, also, ja, und ich kann ja noch einen drauflegen. Ein, zwei Monate, nicht sogar 23. Und wie man das schafft, keine Ahnung. Einfach Bock haben, am Leben, seinem brennenden Herz folgen und sozusagen nach Konfuzius leben. Ich suche dir einen Job, den du liebst, und du wirst nicht mehr arbeiten. Deswegen kann ich sagen, auch wenn ich 24 Stunden durchverlobe, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, weil das war immer so viel Spaß, dass man hier die Work-Life-Balance stimmt bei mir, weil Work is Life und Life is Work. Und Skateboard macht das möglich, durch seine, wie soll ich sagen, durch seine besondere selbstbestimmte Art. Es gibt für mich halt nichts auf dieser Welt, ja, was mehr Selbstbestimmung tut beim Skateboarden im Gegensatz zu allen anderen. Ja, wenn man mal von Sport redet, weil für mich ist ja Skateboarden viel mehr als Sport. Es wird jetzt langsam ein bisschen Sport durch Olympia und so weiter. Aber ich rede immer von einer ästhetischen Gesinnungsgenossenschaft oder einer bewegungsorientierten Jugendkultur, damit denjenigen, die das Skateboard noch nicht selber kennengelernt haben, auch direkt schon spüren, dass da ganz was anderes hintersteckt, dass das mit Wertesystem, dass das mit Gesinnung zu tun hat. Und eigentlich auch gar nicht so um dieses Leistungsvergleichen geht, wo es jetzt leider durch Olympia auch ein bisschen hingeht. Sondern eigentlich ist das Skateboard ja ein Kampf gegen sich selber. Und das ist viel gesünder als ein Kampf gegen andere. Da sagst du was. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Ich komme mal ein bisschen näher, die dich gerade hören. Perfekt. Die wichtige Frage, der Beginn von Skateboarding. Hier, ich würde gerne wirklich die Dame hier hören. Wie hast du angefangen zu skaten? Was war der Augenblick, wo du Skaten gesehen hast? Wo hast du es gesehen? Und was hat dich da berührt? Was ist der Beginn von Skateboarding? Kannst du das wiedergeben? Was war es? Also, ich bin mit einem großen Bruder aufgewachsen, der ungefähr 4 Jahre älter ist als ich. Und als ich so, ich glaube, 8 oder so war,
hatte er ein Skateboard bekommen zum Geburtstag und ich habe irgendwas anderes gekriegt, was ich jetzt nicht mehr weiß. Ist auch irrelevant gewesen. Auf jeden Fall hatten wir so ein paar Blocks weiter, wo ich gewohnt habe, war der Grindel Skatepark, mein Local Park. Da habe ich immer abgehangen, aber ich hatte halt nie ein Skateboard und dann habe ich mir immer das Skateboard von meinem Bruder geklaut und bin da hingegangen, habe natürlich Ärger von ihm gekriegt, aber das war so das erste Mal, dass ich mit Skaten in Berührung gekommen bin. Habe es dann irgendwann wieder verloren, weil, wie gesagt, selber kein eigenes Board gehabt. Das ist die Frage, die ich hier einen noch mit reinbringen will, und zwar genau, warum, du erzählst es, warum ist der Grund, warum du jetzt weiter dran geblieben bist? Das ist, also auf jeden Fall halten wir fest, dass du angefangen hast, weil der Skatepark da war, der ältere Bruder skatet, natürlich sind das gerade zwei große Sachen natürlich, die hier super stattfinden. Man kann abhängen, der Bruder ist da, man fühlt sich wohl, dass natürlich die Eltern wissen Bescheid, die ist da mit dem Bruder, mehr oder weniger wissen die Eltern Bescheid natürlich, aber am Skatepark ist man halt so wie ein kleiner Verein, der Bruder ist da, das ist halt super toll für den Anfang. Was war der springende Punkt aber, dieses Skaten dran zu bleiben, weil es halt hier die Frage ist, das ist ein wirklich mehr als Sport. Man muss erstmal auf die Idee kommen, einen Olli zu versuchen, einen Kickflip. Klar, und wir drei zum Beispiel, wenn Herr Titus oder ich oder du einen Kickflip machst, werden das drei komplett unterschiedliche Kickflips sein. Ja. Deswegen hier ist die Frage, was turnt dich an Skateboarding an, warum du heute hierher mit dem Board gekommen bist? Also in erster Linie war es erstmal das Gefühl, woanders als zu Hause eine Familie zu haben. So ein bisschen, also das hatte ich immer, wenn ich ins Skatepark reingekommen bin, dann war es irgendwie so ein anderer Ort als zu Hause und man ist so ein bisschen geflüchtet, sage ich jetzt mal, und hat da so seine eigene Welt geschaffen. Also es war auf jeden Fall für mich ein richtig cooler Aspekt davon, und mein Bruder hat mir netterweise einen Ollie beigebracht und damit hat es dann losgelegt, dass ich mal einen Kannstein hochollien konnte. Ich konnte überall hinfahren und dieses Gefühl einfach von Schnelligkeit und sozusagen die Straße für sich einzunehmen, das hat mich daran richtig gebockt und deswegen bin ich dabei geblieben. Titus, die Frage auch wirklich an dich, weil vielleicht wird der ein oder andere das nicht gesehen haben, aber da ist ein Clip von dir, der viral gegangen ist, der zu sehen war, dass du, das war glaube ich vor einem halben Jahr, so musst du noch definitiv über 70 gewesen sein, du stehst auf dem Board und lässt dich von der Viper anziehen. Halt, da riecht es aber saftig nach Downhills und natürlich auch nach Hinfallen, was jedem Skateboarder da draußen jeden Tag täglich passiert, weil alle Profis wissen, jeden Tag fällst du aber und küsst den Boden von einer ganz anderen Seite, weil natürlich man ist gierig, man will schneller, weiter, höher, und das sieht man auch bei Titus. Deswegen, Titus, unbedingt die Frage an dich, wo hast du angefangen zu skaten? Was war der erste Augenblick, wo du es gesehen hast? War das hier in Deutschland? War das natürlich in Amerika? Wo hast du das erste Augenblick? Und die Frage hinterher natürlich auch, was hat dir wirklich dann gesagt, nein, das ist nicht nur der Anfang, das ist auch das Ende? Ich fange mit der Viper an, das ist tatsächlich wahr. Ich habe mir sogar den Schlüssel reingebrochen, aber das war ein Missverständnis, weil jemand mit einem Rennwagen, wenn der vorne fährt, ganz schlecht sieht, ob ich noch dranhänge oder nicht. Und irgendwann, jeder Skateboarder kennt Speedwobble, und ich hing da dran und ich habe gemerkt, eigentlich bin ich schon viel zu schnell, wenn ich jetzt loslasse, liege ich eh auf der Fresse. Aber dann hatte ich doch Hemmungen, hinten auf den Flügel zu springen, weil es war vorm Start. Und dann habe ich das Risiko in Kauf genommen. Ich wusste genau, durch die Speedwobble werde ich jetzt auf die Fresse fallen. Aber es ist ja einigermaßen gut gegangen. Und jetzt zu der Frage, wie ich zum Skateboardfahren gekommen bin. Das kann sich heute überhaupt keine Sau mehr vorstellen. Weil ich war, ja Gott, ich meine 1948 geboren. Da war ich noch Sportstudent oder stand kurz vorm Examen, bin ja dann Studiengrad geworden. Und ich habe mich mein Leben lang immer für Extremsportarten interessiert. War einer der ersten Drachenflieger, habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft mitgefahren. Also dieses sich bewegen am Limit, sich selber so herauszufordern, hat mich schon immer gereizt. Und wir haben das eben ja schon gehört, dieses selbstbestimmte Entscheiden, was man machen will und sich selbst beurteilen müssen und zu wissen, wo sind seine Grenzen, und dann versuchen, an diese Grenzen zu gehen. Das gibt so ein geiles, herrliches Gefühl, weil einem nach dem Trick natürlich bewusst ist, jetzt hat man gerade irgendwie was unter Kontrolle gehabt, wo die Mehrheit der Menschen einfach fürchterlich auf die Fresse fällt. Und das ist nicht nur beim Skateboardfahren so, das ist auch beim Autorennen so. Das ist bei vielen Dingen, wo man sich im Grenzbereich bewegt, halt so. Nur mit dem Skateboardfahren, da habe ich mich Anfang der 70er Jahre, wie soll ich sagen, die Medien waren ja noch ganz anders wie heute oder haben das Skateboarden anders behandelt.
Und man muss sich vorstellen, 1977, da hat der Tagesschau-Sprecher noch das Blatt ganz wichtig in die Hand genommen und hat dem deutschen Volk verkündet, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, das Skateboardfahren in ganz Deutschland zu verbieten, weil man eine solche Gefahr aus USA doch nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen kann. Das ist kein Gag, das kann man noch googeln, einfach eingeben, Tagesschau 1977, gefährliche Rollbretter, und man lacht sich kaputt, aber das ist halt Realität und keine Heute-Show und keine Satire, sondern so war die Zeit wirklich. Und davon war ich natürlich auch beeinflusst, wenn überall steht, dass das ein Kinderkram ist, der nur gefährlich ist, für nichts nutze. Da habe ich mich natürlich, ich war ja schon 29, ging hart auf die 30 zu, da habe ich mich da erstmal gar nicht für interessiert, weil ich auch den Medien irgendwie so von den Medien beeinflusst war. Und dann habe ich 1977, ja, kurz vorm Examen schon an Referendarstelle an einem Gymnasiumabend als Referendar im Fach Sport auch, habe ich dann das erste Mal wirklich live Skateboarder gesehen, hier in Münster. Und da war für mich extrem entscheidend, nicht nur, dass ich das Skateboarden erlebt habe, was mich natürlich sofort gereizt hat und ich mir auch sofort ein Brett genommen habe. Und natürlich, wie jeder Erwachsene, der meint, er kann alles, weil er der Supersportler ist, auf die Fresse gelegt habe. Aber dann konnte ich Gott sei Dank darauf zurückgreifen, dass ich Leistungsturner war. Und der Handstand, der war für mich fast so sicher wie auf der Füße stehen. Da bin ich halt im Handstand den Berg runtergefahren, weil ich mit der Füße nicht klar kam. Und da konnte ich dann schön festpacken, die Kurven fahren und so weiter. Da waren natürlich die ganzen pubertierenden Rotzlöffel sehr beeindruckt. Und deswegen war ich dann auch gleich akzeptiert, obwohl ich 15 Jahre älter war wie alle. Aber was mich als angehender Pädagoge so interessiert hat, weil, ja, wenn man dann Lehrer wird, denkt man natürlich auch darüber nach, was kommt auf einen zu. Und ich habe da immer nur gelernt, so, die haben alle keinen Bock, die muss man motivieren. So, und mit dieser Einstellung sehe ich dann auf einmal so ein Dutzend, ja, wirklich Chaoten, pubertierende Rotzlöffel da stehen, kein Erwachsener bei ihm, die kriegen vom Lernen die Schnauze nicht voll genug. Alle wollten mit den paar Skateboards, haben sich fast drum gestritten, wollten einfach mit dem Ding dauernd lernen und ein Stückchen weiterkommen, sich selbst fordern. Und da habe ich gedacht, verdammte Scheiße, da muss was ganz Besonderes sein. Und wenn du dieses Geheimnis kennenlernst, dann wirst du dein ganzes Lehrerleben kein Problem mehr haben, weil das funktioniert ja alles ganz von alleine. Und heute habe ich sogar ein Buch drüber geschrieben, Lernen muss nicht scheiße sein. Und diese besondere Kraft dieses selbstbestimmten Lernens, was ich durch das Skateboarden kennengelernt habe, einfach auch anderen mitzuteilen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass 77 noch diese Einstellung war, ich habe ja eben das Beispiel von der Tagesschau erzählt, und ich dann 78 das Skateboarden in der Schule eingeführt habe und die erste wissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben habe, ja, heute ist das nichts Besonderes, aber das war Rebellion, das war Revolution. Ich hatte, als Referendar hatte ich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, so Narrenfreiheit. Ich habe ja meine Examensarbeit darüber geschrieben. Aber als ich dann Studienrat war und im normalen Sportunterricht Skateboarden unterrichtet habe, habe ich sofort ein paar Disziplinarverfahren am Hals gehabt. Also das war komplett anders wie heute, wo Lehrer uns anrufen und sagen, könnt ihr nicht mal mit Skate nicht vorbeikommen und mit den Kids hier ein bisschen Skateboard fahren. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und das hat das Skateboard noch ausgemacht. Man war halt, wie soll ich sagen, man hat an den Normen gekratzt. Man war was ganz Besonderes. Und ja, dadurch, dass ich 15 Jahre älter war, hatte ich natürlich das Glück, dass ich da irgendwo auch gleich so, wie soll ich sagen, der Leithammel von allen war. Weil alle haben gesagt, Titus, wir brauchen ein Magazin. Titus, wir brauchen einen Contest. Titus, wir brauchen das. Und ich hatte so viel Spaß an der Sache und an den Jungs, da habe ich natürlich alles gemacht. Und schon, ja, nach 4 Jahren habe ich dann meinen Lehrerjob an den Nagel gehangen. Bitte? Und dann wurde Geschichte geschrieben. Und dann, ja, aber nicht bewusst, sondern das war alles so unbewusst. Ich war eigentlich nur ein bekloppter, begeisterter Lehrer, der voll ja, diesen Virus mitbekommen hat vom Skateboarden und ich mich halt in dieser Skateboard-Szene, ja, konnte man noch nicht von Szene reden, das war ja erstmal nur meine Schülergruppe, aber da habe ich mich wohler gefühlt, als halt bei meinen Gleichaltrigen und bei dem ganzen Establishment-Scheiß und so weiter, weil da war ich zu Hause, die hatten meine Gesinnungsgenossenschaft, wir wollten einfach auch was Neues machen, wir haben an den Normen gekratzt, wir haben alles hinterfragt
Und dafür war das Skateboard ein wunderbar geiles Instrument. Nun ist es aber so, dass es tatsächlich jetzt 2021 olympisch geworden ist. Und es ist nicht nur olympisch geworden, sondern die Sache ist auch schon abgelaufen. Und da möchte ich natürlich eine fragen. Wie sieht's aus? Hast du dir das überhaupt reingezogen? Hast du dir das angeguckt? Weil, was vielleicht auch der eine oder andere von euch nicht weiß, man musste sich das um 4 Uhr morgens reinziehen und dann auch noch, wo genau, wo findet man das? Wie sieht's aus? Hast du das verfolgt? Hat dich das interessiert? Wirst du 2024 Paris dir den Wecker stellen und das dir reinziehen? Erzähl das ganz kurz aus deiner Perspektive auf eine Skateboarderin, die einfach hier aus Hamburg lokal. Wie sieht's aus? Ja, die Frage an sich klingt schon so, als wäre das eine Sache, die man nicht tut, als normaler Mensch, der nicht um 4 Uhr morgens aufsteht. Aber ich habe es tatsächlich auch nicht geguckt, ich habe es auch nicht verfolgt. Ich habe da auch ehrlich gesagt keine Meinung zu. Skateboarding ist nichts für mich, was irgendwie politisch war oder ist oder irgendwie... ist einfach eine persönliche Sache für mich und deswegen, ich habe es jetzt nicht verfolgt. Ich habe Freunde oder Freundinnen, die das Olympiateam mitgecoacht haben, aber mehr davon habe ich nicht mitgekriegt. So. Ich habe nämlich mir natürlich das Ganze reingezogen, aber wie auch ein normaler Mensch natürlich dann, ich brauche den Schlaf, ich habe es mir dann am nächsten Tag die Highlights reingezogen und für mich sah es aus wie ein weiterer Contest, der halt stattfindet, weil wie schon natürlich hier und da erwähnt worden ist, was Olympia auch selber gesagt hat, dass wir Skateboarder brauchen nicht Olympia, sondern Olympia braucht Skateboarding. Das Ding ist nur, ich glaube, wir wissen nicht so ganz genau, was läuft da hinter den Kulissen ab oder was ist Sache. Deswegen ist die Frage natürlich hier an Titus, was ist das Problem an Olympia? Weil wir Contests finden ja schon die ganze Zeit statt. Es haben ja schon in den 90ern, also seitdem es Skateboarding gibt, gibt es immer Contests. Es gibt immer Meisterschaften in verschiedensten Variationen. Früher waren es ja nur noch Weitsprünge, Slalom. Dann gab es Sachen wie weiter Olli, höher Olli und so weiter. Jetzt hat sich das Ganze verändert über die Jahre. Jetzt haben wir halt so standardgemäße Street-Contests und auch Park-Contests und World-Contests. Wir haben so mehr Rubriken jetzt, die stattfinden. Also Skaten hat sich super weit entwickelt. Dann gibt es noch natürlich noch so verrückte Sachen wie Street-Contests, die auf den Straßen stattfinden. Also das ganze Contest-Ding ist so riesengroß geworden, dass das wirklich fast, da sind Szenen in den Szenen, befinden sich da drin. Weil ich habe zum Beispiel mit einem World-Skater gar nichts am Hut. Ich kann gar nicht mit denen abhängen oder dieselben Tricks. Ich kenne nicht mal die Tricks von denen. Das sind ganz andere Tricks. Deswegen, es ist hier die Frage an Titus, wie hast du es beobachtet? Du bist derjenige, der 40 Jahre die Szene reingezogen hat, nicht nur von vorne als Skateboarder, der vorne die Videos gefilmt hat, die Parts gedreht hat, sondern du warst der Unternehmer, der es auch wirklich gesehen hat, der selber Münster Monster Masterchips gemacht hat, Contest die Welt, das sind Weltorganisationen gewesen, das war der begeilste Contest der Welt. Die ganze amerikanische Elite ist nach Münster gekommen. Danach ist es in Dortmund gewesen. Das waren legendäre Augenblicke. Deswegen, und die kann man auch nie wieder nachmachen. Olympia wird das schaffen oder nicht schaffen, ist hier die Frage, nämlich auch an Titus. Warum ist das was anderes? Warum ist Olympia anders? Contest ist halt wirklich ein komplett was anderes. Es geht ja da gar nicht darum, jetzt Leistungsbereitschaft zu haben oder halt... ja, dass Skateboarden nur Fun ist, sondern ich differenziere da ja halt anders. Nee, wo kommt die Motivation her, um die Leistung zu bringen? Ist das selbstbestimmt oder ist das fremdbestimmt? Lernt man in der Schule für ein Fleißkärtchen oder hat man Bock, einen Olli zu lernen, weil man sich selber das Ziel gesetzt hat? Und genauso ist es beim Contest. Und früher waren halt die Contests insofern anders, weil Skateboarder haben für Skateboarder Contests organisiert. Und es ging gar nicht in erster Linie darum, wer gewinnt den Contest. Es ging darum, dass alle zusammen waren. Das war so, wie die Olympischen Spiele mal damals bei den Griechen waren. Die wollten sich nämlich nicht gegenseitig besiegen, sondern jeder wollte nur der Beste sein, weil er dem Gott am nächsten sein wollte. Und es ging nicht gegen die anderen, sondern man hat von sich selber das meiste abgerufen, um sich selber am geilsten zu fühlen. Und so war das halt früher, wenn die Leute zusammengekommen sind. Dann hat man auch gesehen, da war nicht so der Wettbewerb. Wenn dann einer war, der wirklich einen geilen Trick rausgehauen hat und selbst wenn er dadurch den anderen, ja in Anführungsstrichen, besiegt hat, dann haben alle geklatscht, ihm auf die Schulter gesetzt, angefeuert wurden, selbst die Mitbewerber. Es ging nicht gegeneinander, sondern jeder für sich und miteinander. Und das ist der Unterschied. Und bei Olympia ist ja vollkommen klar, wie sich das entwickelt hat.
Da geht es um Medaillen, da geht es um besser zu sein wie die anderen. Und da geht es nur um die sportliche Leistungsfähigkeit oder die sportliche Leistung, die man bringt. Und das ist auch der Grund gewesen, weil ich gedacht habe, wenn jetzt Skateboarden olympisch wird, vielleicht kann ich noch was machen. Und ein Jahr lang war ich ja World Chairman für den IOC. Das ist jetzt, glaube ich, schon 5 Jahre her. Aber da war das erste Mal so im Gespräch, dass Skateboarden olympisch werden will. Aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, da geht es überhaupt nicht um das, wo es uns Skateboardern drum geht. Da geht es um unglaublich viel Kohle, da geht es um Show, da geht es ja, um Macht und umsonst überhaupt nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, da kann ich eh nichts verändern. Und ich mache mich dann nur kaputt. Titus geht in den Rest der Welt mit so einer anderen Gesinnung. Das kann ich hinhauen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dann diese pädagogische Kraft über dieses selbstbestimmte Lernen des Skateboarden voll zu nutzen, um Kinder stark zu machen. Und deswegen habe ich SkateAid gegründet. Und ja, helfe jetzt Kindern bei der Persönlichkeitsbildung, weil das Skateboarden dafür unglaublich geil geeignet ist. Ich möchte auch übrigens sehr heftig. Ich möchte noch, darf ich kurz ein Beispiel bringen? Ich bin fest überzeugt. Oh. Ja, dann mach mal. Letzten Samstag auf dem Contest in Ulm und dort das, was Titus gerade erzählt hat, das möchte ich unbedingt auch nochmal unterstreichen, dass es super oft dazu kommt, dass auf Contests kleine Jungen mitfahren, die 10 sind. Die fahren bei den Großen mit, weil es keine Altersgruppen gibt. Und wenn der Kleine einen Olli schafft, da bebt die Halle. Da geht's nicht halt in dem Augenblick, ist er jetzt gut oder nicht. Das ist der Augenblick, der einen, wo die Tränen runterlaufen. Da sitzt du da als Moderator, kannst du nicht glauben. Das ist wunderschön. Titus, ja, du kannst das ist, weiter. Wenn sich der Skateboarder selber besiegen sozusagen und man raushaut, was ihm keiner zugetraut hat, das ist das, was dann auch die Anerkennung bringt. Und das ist der Unterschied zu Olympia. Und ich sage jetzt was ganz Mutiges und vielleicht haltet ihr mich alle für bekloppt. Das Skateboarden wird genau so sich entwickeln wie Turnen. Weil zu turnfadersianen Zeiten, muss man bedenken, da war ja noch die napoleonische Besatzung über 100 Jahre her, da war Turnen eine hochpolitische Freiheitsgeschichte. Das war eine bewegungsorientierte Jugendkultur, die gegen das Establishment, gegen die Besatzung, gegen die ganze Scheiße demonstriert oder rebelliert hat. Und da standen auch diese ganzen Geschichten im Vordergrund. So, und dann ist das olympisch geworden. Und was ist jetzt mit Turnen? Ist nur noch Leistungssport. Und was macht die Jugend mit ihrer Emotion und mit ihrer Begeisterung? Er findet das Turnen neu und dann gibt es Parkouring, Freerunning und Tricking und den ganzen Scheiß, weil das alte Turnen diese Emotion gar nicht mehr für sich selber hergibt. Und das Skateboarden wird sich genauso entwickeln. Das wird erstmal ganz in 100 Jahren oder 50 Jahren, denkt heute keiner drüber nach, wird Skateboarden ja ein stinknormale Leistungssportart sein wie Turnen. Aber dann bin ich mir sicher, irgendwann entdeckt wieder eine Generation diese intrinsische Kraft, diese Motivation, diese Begeisterung, das brennende Herz für dieses Skateboarden und dann wird das wieder förmlich neu erfunden. Also er wird es nie mehr leben. Ich habe eine Frage dazu und zwar meinst du, dass jetzt speziell mal Street-Skateboarden sich da auch hin entwickeln wird, weil das wird immer eine Sache bleiben, die halt irgendwie stigmatisiert ist und es wird immer Security geben, die sagt, ey, verpisst euch mal hier. Also ich weiß nicht, ob es bei Street-Skaten zum Beispiel so sein wird, dass man das nur macht, um es leistungsorientiert zu tun, weil... Ich wollte eine Frage stellen, auch unbedingt auch fast die gleiche, und zwar, ob sich auch Titus das Olympia-Ding reingezogen hat, weil ich habe es nämlich getan. Einen Tag später konnte man sich die Highlights reinziehen und natürlich habe ich mir auch das Ganze aber komplett reingezogen, weil ich auch unbedingt wissen wollte, wären die da tatsächlich alle mit demselben Board, mit ihrer Nummer, wären die alle tatsächlich dieselben Klamotten anhaben, wären die das durchziehen? Weil ich konnte es auch nicht glauben, dass sich das so entwickeln wird, weil es einfach 20 Jahre skate ich nun. Und damals hättest du gesagt, dass es olympisch wird, das ist, hätte der ja richtig gelacht. Und jetzt lachen wir aber schon, weil es witzig nicht mehr ist, sondern es ist die Realität geworden. Es wäre sogar schon letztes Jahr Realität geworden. Nur natürlich, da ist ja das große Ding gewesen mit dem Virus. Deswegen, es ist jetzt gewesen und ich habe es mir jetzt reingezogen. Und für mich sah es wirklich so aus wie, das sind ja die Dudes, die sowieso bei den ganzen Contests mitfahren. Die shreddern ja auch die Streets. Die nehmen hier nur so einen Contest mit.
Ich weiß nicht, also weil die Frage ist, Titus, was meinst du, sollte die Szene sozusagen, hätte hier die Szene die Macht gehabt, sozusagen den Rücken zu kehren, sollte man das tun und sagen, nein? Olympia hat eigentlich ja ein Das ja? ist ja scheißegal, wenn man sagt, hat die Macht gehabt und sowas. Ich finde, das Skateboarden macht man doch für sich selber. Und deswegen ist doch kackegal, ob es da eine Gruppe gibt, die das halt anders sehen. Dann ist ja halt das Schöne. Und dieses Bevormunden oder so ein eigenes Dogma oder eine Ideologie jetzt so ja, als Dogma zu haben, dass man andere bevormunden will, wie sie Skateboard fahren muss, das fand ich schon immer scheiße. Und das fand ich ja das Gute am Skaten, dass das jeder für sich interpretiert hat und am Anfang natürlich alle ähnlich interpretiert haben. Und jetzt zu der Frage, nee, ich habe mir das nicht reingezogen, aber das liegt nicht daran, dass Skateboarden olympisch geworden ist, sondern das liegt daran, dass ich schon immer selber alles machen wollte. Ich fahre jetzt Autorennen und früher habe ich mir nie ein Autorennen angeguckt. Ich habe mir nie Fußball angeguckt, gar nichts, weil für mich ist das eine Quälerei, dazu zu gucken, wie andere Spaß haben und ich darf nicht mitmachen und so zugucken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gucke ich mir auch kaum Contests noch an, weil mein Leistungslevel ist natürlich nicht da, wo heutzutage die Szene ist. Ich bin 73 und ich bin Vor-Olli-Kind. Als der Olli kam, da musste ich so viel organisieren, dass ich heute noch Angst habe, ich komme Butcher nicht hoch und so weiter. Das heißt, bei mir ist dieses Interesse an diesen immer höher, schneller, weiter, ist da gar nicht so da, egal ob Skateboarden oder sonst was. Und um Ihre Frage zu beantworten, ob sich Streetskaten auch so verändern wird, ich befürchte schon und ich glaube schon, weil das einfach der Gang der Dinge ist, dass sich Zeitgeist verändert und die nächste Generation, die lernt ja Skateboarden schon ganz anders kennen. Du hast dieses Skateboarden ja wirklich noch zumindest kennengelernt, wie es mal ursprünglich entstanden ist, als eine halbe Rebellion, als ein Ausdrucksmittel, als ein, ja, eine Gesinnung, ein spezielles Wertesystem, für das man steht und so weiter. Und das ist Streetskaten immer noch, gebe ich dir vollkommen recht. Aber man sieht es schon jetzt daran, dass das, ja, wie soll ich sagen, domestiziert wird, verschult wird. Und bei Olympia sieht man ja die Ergebnisse. Und das ist so ein fließender Übergang. Also ich glaube schon, je stärker einfach in der Öffentlichkeit, so im Laufe des Generationswechsels Skateboarden nur noch als Leistungssport in den Medien zu sehen ist, desto mehr geht das brennende Herz und das Feuer und wofür Skateboarden gestanden hat, wird immer mehr nachlassen. Aber ich glaube auch, dass irgendwann wieder eine Generation kommt, weil das Skateboarden sich dann so ja, etabliert hat und so aufgesogen worden ist vom Konsum und allem, dass die dann wieder ähnliche Bewegungsformen auf so einem Rollenbrett plötzlich, genau wie beim Turnen, dass es plötzlich Freerunning, Parkouring und sowas gibt, kommt ja nicht von ungefähr. Dieses klassische Turnen mit den engen Regeln und mit vorgeschriebener Kleidung, das passt nicht zu einer Gesinnungsgenossenschaft. Das ist, wie soll ich sagen, ja, das ist die Gesinnung des Establishment. Man hat so auszusehen, glatt gebügelt, dann gibt es Punkte und fertig ab. Da wird sich leider Skateboarden immer, immer langsam, das wird Jahrzehnte dauern. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ihr seht, dass ich recht habe, wird ihr auch nicht mehr erleben. Aber das ist so, wenn ich so, ja, mit 73 gucken wir halt auch schon mal ein bisschen länger zurück, kann auch zurückgucken, sehr, sehr lange. Ich habe ja die Anfänge mitgekriegt und die Entwicklung bis jetzt. Und dann ist man vielleicht ein bisschen mutiger, so in die Zukunft zu denken und das mal weiter sich zu entwickeln. Und versucht von außen drauf zu gucken. Ich bin natürlich auch nicht so da drin wie du und nicht mehr so ein klassischer, typischer Skateboarder, der jeden Tag auf die Straße geht. Ich nehme mein Skateboard und wenn schönes Wetter ist, insbesondere Samstag, Sonntag, dann fahre ich damit Brötchen holen. Richtig oldschool-mäßig, weil ich nämlich noch Slalomtechnik habe und dann gucken die Kids nämlich so blöd, wie der alte Mann leichte Steigungen hochfährt, ohne mit dem Fuß anzupuschen. Weil ich durch diese Schlangenlinien fahre, die Beschleunigung hole, das tut mir dann auch gut, dass ich dann noch so was alles kann, was heute keiner drauf hat. Und mein Lieblingstrick ist inzwischen auf dem Rückweg vom Bäcker die Brötchen nicht zu verlieren. Das ist für mich momentan Skateboarding und das füllt mich voll aus und ich finde es geil. Titus, ich bin vollkommen bei dir, weil wenn man die Brötchen holen geht, ne, dann kommen natürlich hier und da
ein paar Downhills. In Münster gibt es ein paar Downhills. Dann fährst du runter, musst du gar nicht mehr gehen. Deswegen an alle da draußen hier zuschauen, die sich überlegen, vielleicht ein Skateboard zu holen. Ich könnte überleg nicht, sagen, überleg ich nicht. Ein echter Streetskater. Aber macht das bloß nicht nach, was Titus und der Puff so machen. Lasst euch nicht von Autos ranhängen und fahrt damit, vor allem nicht im Straßenverkehr. Wenn ihr solche Videos seht von mir im Internet, da halte ich mich aber sehr von fern und Titus auch. Nein, hier ist das große Problem an Skateboarding, was die Sache ist. Guck mal, jetzt nach diesen Worten, die Titus jetzt gesagt hat, klingt ja so wie, wir sollten Contests, sind halt so eine Sache, das wird schlimm werden. Das heißt jetzt für dich, nimmst du nie wieder an Contest teil? Ey, ich habe vorher schon nicht an Contest teilgenommen. Okay. Also es war halt keine Sache für mich, weil es gab meistens auch keine Mädchengruppe, okay, sozusagen. Und ich war halt nie gut genug dafür, jetzt bei den Jungs mitzuskaten, weil ich einfach viel später angefangen habe. So. Titus, das hast du auch gesagt. Du hast gesagt, du würdest viel... In den 80er Jahren habe ich gedacht, ich muss einen Girls Contest machen, weil ich immer dachte, warum fahren keine Mädchen? Und ich kannte in ganz Europa nur so 2, 3, 4 Mädchen, die dann gefahren sind, die mitten in der Szene waren. Und dann habe ich extra einen Girls Contest gemacht. Ich hatte 5 Girls aus ganz Europa im Skaters Palace. Oder nee, damals war das noch eine andere Skatehalle. Und da habe ich natürlich dann aufgegeben, weil man sollte auch keinen zwingen. Und wenn keine Mädchen da sind, kann man auch keine Contests machen. Deswegen finde ich das jetzt schön, dass sich alles entwickelt und dass jetzt immer mehr Mädchen auf das Teil steigen. Ist einfach geil. Ich mache da keinen Unterschied. Hauptsache, man hat Bock drauf. Scheißegal, welche Hautfarbe, welche Haare, welches Geschlecht oder was immer. Titus, ich möchte aufgreifen, was du eben gesagt hast, war sehr interessant. Das möchte ich unbedingt auch noch weiterführen. Und zwar, du hast gesagt, du willst nicht zugucken, wie beim Fußball. Du bist der Zuschauer. Ja. Aber du machst es mit Mitmachen, weil das Ding ist, wie schon gerade gesagt, Mattea macht gar keine Contests mit. Titus, hast du selber an Contests teilgenommen oder gab es damals noch gar keine Contests? Du konntest also gar keine teilnehmen? Ich habe an Contests teilgenommen, so hat alles angefangen, weil mir als Junglehrer, sag ich mal, wo ich das Skateboard so gerade kennengelernt habe, da muss ich das ja erstmal verstehen, dass das mehr mit Wertesystem und Gesinnung zu tun hat als mit Sport. Und da ich ja Sport studiert habe, und damals der Deutsche Rollsportbund Wettkämpfe ausgerichtet hat, habe ich da auch dran teilgenommen, weil auch meine Schüler dran teilnehmen wollten. Aber wie du eben schon sagtest, das war Hochsprung, das war Weitsprung. Ich habe jetzt noch unser Hochsprungbrett, was wir genau nach den Regeln gebaut haben wo ich selbst auch an Hochsprungmeisterschaften teilgenommen habe. Ich glaube, ich bin immer noch amtierender Nordrhein-Westfalen-Meister, weil es danach keine Meisterschaft mehr gab oder im Slalom oder sowas. Also habe ich gemacht, hat auch Spaß gemacht. Das war aber ein anderer Ansatz. Und später ist dann ja wirklich so eine jugendkulturelle Szene entstanden, die dann mehr in den Vordergrund gerückt ist. Wir haben natürlich weiter Contests gefahren, aber da stand dann nicht mehr das Gewinnen und jemand anderen schlagen im Vordergrund, sondern wie wir eben gehört haben, auch von euch beiden habe ich gehört, ja, man will selber geil sein, man will sich selber geil fühlen und man will sich selber besiegen und noch einen drauflegen. Und das ist das, was ich natürlich auch erstmal spüren musste und lernen musste, weil das hat sich ja damals erst entwickelt. Skateboarden war nicht von Anfang an ja nur Rebellion und was weiß ich. Ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, so die 60er, 70er Jahre und sowas, da gab es so in München so ein Lulu Magnussen, ja Gott, ich meine, die haben Bücher rausgebracht, die haben noch gezeigt, wie man sich vorher warm machen muss, ein Trainingsanzug mit 3 Streifen und dann wurde beschrieben, wie die Tricks funktionieren und das war das Ganze, was Skateboarden war. Also da muss ich ehrlich sagen, mich hat das Skateboarden deswegen gehalten, weil ich halt gespürt habe, das kann es nicht sein. Warum sind die Kids so begeistert und warum begeistert das mich so? Da muss mehr sein. Und das habe ich einfach nur ausgelebt. Titus, jedes Mal, wenn du etwas erzählst, das macht eine Ehre, hier zu sitzen und das Ganze sich hier so anzuhören. Vielen Dank, dass du zugeschaltet hast. Vielen Dank, dass du das gemacht hast hier. Das war auf jeden Fall sehr, sehr informierend. Und haben wir noch Fragen aus dem Publikum oder so? Oder das ist noch, haben wir das noch nicht? Sonst haben wir noch, wir haben ein paar Fragen, aber definitiv noch an Titus sonst. Titus, wie stellst du dir das vor, dass Olympia, du hast es eben nicht gesehen, das ist auch so ein Ding, das finde ich ein bisschen schade, weil du hättest die reinziehen müssen. Dort ist eine Sache passiert,
die auch dort die Moderatoren nämlich erzählt haben und die Kommentatoren gesagt haben, dass man hat dort nicht nur den Ehrgeiz gesehen, den Contest zu gewinnen, sondern bei keinem anderen Sportart hat man gesehen, dass die sich umarmen. Da die Mädels haben da bei jedem Trick sind die sich in die Arme gefahren, haben sich umarmt. Bei den Jungs ist oft, die haben sich da Fäuste gegeben. Also du hast schon den Aspekt gesehen natürlich von, klar, da geht es um die Goldmedaille, der, der die kriegt, der wird auf jeden Fall eine krasse Karriere bekommen und jeder ist auch dahin gegangen, schon mit dem Ziel. Aber dadurch, dass die Jungs da, die das sowieso auf allen Contests immer machen, und die sind ja auch alle Kollegen, man sieht das ja auf den ganzen Social-Media-Kanälen, alle sind miteinander, du kannst ja fast regelrecht verfolgen, die machen ja eigene Vlogs und Videos und dann siehst du, dass das ein kleiner Teil aus ihrem Leben war und dass sie das nur als einen weiteren Contest gesehen haben und das halt aus der Skateboard-Sicht als der Teilnehmer dort sah es halt nur aus wie ein Wochenende mehr. Weil nächstes Wochenende sind wir wieder auf dem und dem Contest und da ist wieder, da wird es wieder halt was Verrücktes werden, wie zum Beispiel auch letztes Mal, letzten Samstag in Ulm. Ich kann ja nur vom letzten Wochenende erzählen, weil ich dort moderiert habe, was Verrücktes da passiert ist. Es gibt manchmal so Special Sessions, da gibt es einen richtigen Contest und auf einmal gibt es was, eine Ankündigung, die crazy ist und dann ist auf einmal, dann wird auf einmal der ganze Mini-Rampe, wird dann nass gemacht und dann ist ein Powersled-Contest und dann jeder, die Mathea lacht schon, was passiert dann nämlich? Ja, steht auf die Fresse fallen. Man fällt auf die Fresse, weil selbst wenn du ein Profi-Skateboarder bist, selbst wenn du 20, 30 Jahre auf dem Board stehst, das heißt nicht, dass du den Trick schaffst, aber das war der Ansporn dort. Natürlich gab es dort auch Preisgeld und ein bisschen Hoodies und so, aber da hat doch keiner deswegen teilgenommen, wegen dem ganzen Stuff, wegen dem Cash. Man macht nicht damit wegen dem Quatsch, sondern man kommt dahin, da ist die Szene, du lernst neue Leute kennen, du siehst neue Tricks, du siehst, wie gut du bist. Du siehst komplett eine Gemeinschaft dort. Du siehst die Leute, die das Ganze veranstalten. Du siehst das Ganze drumherum. Und das ist ein schöner Genuss, den wir dann haben. Und das ist halt ein Punkt, der nochmal an Titus geht. Und zwar, es wäre interessant zu sehen, wenn du es gesehen hättest, wie interessant das war, dass die Kommentatoren und Moderatoren sogar gesagt haben, dass die das normalerweise bei anderen Sportarten keine High Fives gibt und keine Umarmungen, weil man kennt den anderen noch gar nicht. Der kommt aus einem anderen Land, der wird da eingeflogen und die kennen sich nicht untereinander. Aber die ganze Skate-Szene, die Jungs auch, die, also das war, ich kann, das muss man gesehen haben, ich kann gar nicht erzählen, was ich da alles gesehen habe, das mich als Skateboarder so doch etwas abgeholt hat. Weil am Ende des Tages war es Skaten auf vier Rollen. Die Tricks musst du landen. Das war crazy. Die Mädels, da sind 12-jährige Mädels, die fahren so crazy. Ich habe Angst, diesen Bowl zu droppen und ich skate 20 Jahre Street. Aber die Bowls sind komplett Deep End und das ist halt unglaublich. Deswegen für mich das Ganze reinzuziehen und ich empfehle euch, das zieht euch rein, Skateboarding Contest, auf jeden Fall zieht euch alles rein. Guckt euch alles an, weil irgendwas wird euch definitiv antören. Deswegen Titus, was tört dich an? Contest? Natürlich nicht, aber Anziehen von Autos ist das. Das hat, kommt drauf an. Weil die Vorbildfunktion sieht halt aus, warum ich auch. Der letzte Punkt ist, bei Olympia sieht das ja. Titus, bei Olympia sieht das nämlich so, da ist eine Struktur. Das kann man vorzeigen. Das verstehen alle. Hm. Beim Skateboarding gibt es keine Regel. Keiner versteht, was wir machen. Du musst jetzt mal vorher einen Vortrag halten. Was zur Hölle machen wir? Wie crazy ist der Contest? Wir machen jetzt, wir halten es fest. Skaten ist. Am Samstag war ich in Ulm und Sonntag bin ich über den Zaun geklettert. Und dann kommen Cops, hey, du hast Hausfriedensbruch begangen, was macht ihr, wir skaten hier. Ja, hat du bestimmt was kaputt gemacht? Nein, wir skaten nur hier. Das wird immer noch, die sagen nicht zu mir, oh, ihr seid jetzt olympisch, trainiert mal 3 Jahre, dann sehen wir uns 2024 bei Paris. Wie sieht's aus, Paf? Dann sage ich auch, hey, ich bin schon älteres Semester, ich bin dann nicht mehr für zuständig. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, weil ich bin damals auch sehr, sehr gerne Contests gefahren, man hat immer andere Städte gesehen, man hat die Stadt gesehen, ich war noch nie in Ulm. Deswegen, da fährst du Contest mit und dann siehst du Köln, siehst du Düsseldorf, siehst du Hamburg, siehst du alle Städte, kannst sehen, wie die anderen skaten. Das ist eine wunderschöne Art, Perspektiven zu wechseln und alles zu sehen. Deswegen ist es, kann man das, ist die Vorbildfunktion auch das Problem, dass Skateboarding niemals Mainstream wird, weil es einfach keiner verstehen wird, es ist zu kompliziert. Es ist zu kompliziert, das Ganze zu sehen, was ist Treflip, was ist Slappy Noseflip. Du weißt, wovon ich jetzt rede, aber dass der Titus jetzt da hinter einem Auto und das ist Geschwindigkeit, das versteht jeder. Aber wenn du jetzt mal einen Treflip machst, das sieht nicht so krass aus. Aber du weißt, dass das mehrere Jahre braucht. Du weißt, dass du mindestens 1, 2, 3 Jahre skaten musst, bis ein Treflip funktioniert. Und das ist ein wichtiger Punkt, der sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Und ist es so, Titus, wird das jemals so groß werden und so strategisch werden? Oder wird das immer noch fucking kompliziert sein, einen Treflip zu landen, weil es einfach unfassbar ist? Es ist super schwer.
Also du hast jetzt eine Menge gelabert, eine Menge Fragen gestellt und eine Menge Ansätze gegeben. Wir versuchen, das mal ganz kurz zusammenzufassen. Alles, was du gesagt hast und auch dein Eindruck von Olympia, nehme ich dir so ab. Und ob ich das gesehen habe oder nicht, ich hätte es ja mit Sicherheit genauso empfunden. Ich habe ja auch nicht, oder es ist nicht meine Meinung, dass ihr das weiß und so weiter. Sondern ich habe von ganz was anderem geredet, dass nämlich alles sich im Leben und auf dieser Erde, solange das mit Menschen, nicht nur mit Menschen zu tun hat, alles entwickelt sich irgendwie weiter. Und bei Menschen hat das noch ein ganz besonderes Problem, da glaube ich an das Gesetz der Welle, weil der Mensch ist emotional und der findet immer nicht das Mittelmaß. Entweder ist er zu weit in der Ecke oder zu weit in der Ecke. Das siehst du im Markt, Angebot und Nachfrage stimmen nie überein. Es ist immer das gefragt, was es nicht gibt und dann wird so viel gibt, will keiner haben. Und genauso ist das in anderen Dingen. Und wovon ich geredet habe, ist lediglich, dass sich durch diese gewissen Einflüsse, wozu dann Olympia gehört, das Skateboarden natürlich über die Jahrzehnte ganz langsam immer weiterentwickeln wird. Das ist jetzt wertfrei, ob sich besser oder schlechter entwickelt, scheißegal, es entwickelt sich. Und dann ist es doch ganz normal, wenn das Skateboarden aus so einer kulturellen Ecke kommt, aus so viel mit Wertesystem zu tun hat, so ganz speziell eine Gesinnungsgenossenschaft ist, dass die Leute, die das gelebt haben, wenn die nach Olympia gehen, das natürlich da weiterleben, ist mir vollkommen klar. Aber diese starren Strukturen, dieses Korsett und dieses in alle anderen Sportarten hinein gezwungene, nur Leistungsdenken, das wird sich auf Dauer natürlich auswirken. Es geht schließlich um unglaublich viel Kohle. Und die nächste Generation, die wird sich bei Olympia dann schon anders verhalten. Und zwar in 2-3 Generationen werden sie sich wieder anders verhalten. Und in 4-5 Generationen sieht man keinen Unterschied mehr zwischen einem Tourenwettbewerb und einem Skateboardwettbewerb. Das glaube ich schon. Das ist einfach nur eine Vermutung aus der Erfahrung, die ich in der Entwicklung mit Skateboarden gemacht habe. Und von daher liegst du vollkommen richtig. Momentan ist auch bei Olympia sticht das Skateboarden heraus. Und das ist auch der Grund, weshalb Olympia Skateboarden haben will. Da haben sie endlich nochmal was, worüber gesprochen wird, was spektakulär ist, was Zirkus ist. Und wo die auch spüren, dass die Skateboarder anders drauf sind. Und das lässt sich schweinegut verkaufen. Perfekt, was du da sagst. Titus, vielen Dank, weil das war sehr, sehr wichtig zu verstehen. An alle Kids da draußen, es ist egal, ob ihr bei Olympia teilmacht, nicht teilnehmt. Es gibt keine Regel. Das ist die Skateboard-Regel Nummer 1. Verliert keinen Tag, geht skaten, denn das ist das Allerwichtigste, dass ihr glücklich seid. Das müsst ihr rausfinden. Also lasst von niemandem irgendwas erzählen. Und der Wert von Skateboarding ist auch nicht Konkurrenz, sondern einfach der Spaß an der Sache und das Miteinander sein. Ich hoffe, das wird nicht verloren. Vielen Dank an Mattea, vielen Dank Titus Dittmann, vielen Dank an alle Zuschauer, danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ihr könnt noch kurz sagen,